Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command. Valkyrian Civil War gegen Judemen. Und die nächsten Runden werden hart und unangenehm. Einfach darauf hoffen, dass es Winter wird. Dann kommen ganz viele Korps und ein paar Divisionen. Dann wird's besser. Unser wirtschaftlicher Vorteil ist inzwischen auch sehr gut spürbar. Es geht einfach nur darum, dass nicht zu viel schief geht. Bevor unsere Übermacht so richtig ganz, ganz viele Einheiten, neue Einheiten bringt. Die Division sich vielleicht zurückziehen? Also, vernünftig zurückziehen wäre schöner gewesen. Das Chor. Die sich nicht weiter zurückziehen können. Oder überhaupt mal. Jetzt ärgerlich. Ich hatte eigentlich gehofft, das Chor würde überleben. Ah, wir kriegen ein neues, aber das kann ja, darf ja in dem Tempo so nicht weitergehen. Ein kurzer Kontrollblick. Deren Konvois. Knapp unter 40 Punkten. Oder ist das Mobile, das vielleicht doch gerade wieder angesprungen ist? Aber gehen wir erstmal die Landfronten ab. Also hier müssen wir irgendwie durch. Und nebenbei auch dem immer im Blick behalten. Versorgung haben wir bis, ja. Da hätten wir sie auch. Er scheint erstmal weiter nach Norden zu ziehen. Und machst du lose auch damit. So, und ihr müsst hier mal einen Weg finden. Und dafür müssten wir eigentlich den loswerden. Dann wird alles besser. Der sitzt dann nur leider ziemlich gut und entspannt auf seinem Hügel mit seiner Dreierverschanzung. Und wir haben nicht eine Einheit hier, die entschanzen könnte. Ansonsten teilen wir hier und da noch Waffen aus. Hellen euch wenigstens ein bisschen. Müssen ansonsten mal auf Glück hoffen oder so. Ich meine, wenn die, oder wenn die meisten Einheiten Plänkler dabei haben, kann man darüber ja auch hoffen, die Moral langsam zu zerstören. So, dann sind wir drüben in Missouri, wo es gewohnheitsmäßig eher schwer aussieht. Um den Ort. Jetzt könnten sie theoretisch schon den bedrohen. Und auch dir geht es hier drin ja nur nicht so gut. Du gehst auch einen zurück. Ihr müsst irgendwie eure Position hier drüben halten und jemand muss nach St. Josef rein. Ihr müsst verhindern, dass sie hier das überqueren. Da kommt das Schiff aber leider nicht für nah genug ran. Uff. Üblichen Problem. Haben wir irgendjemanden? Ja, diese Brigade. Die habe ich, glaube ich, letztes Mal vergessen. Umso besser dann, dass du hier eiligst mit hin. Schon mal diese Stadt halten. Neu, ach ja, wir hatten neu ein Chor, ja. Und ihr dürft hier kreativ werden. Was werden soll, weil sie hier sind, müssten wir im Prinzip alle Orte hier halten. Der Schiff kommt zumindest schon mal ran. 1, 2, 3, 4. Da einer steht, könnte der sogar schon nach Jefferson City durchreiten. Muss nicht sagen, dass wir uns das nicht leisten können. Ja, vielleicht die Infanteriewaffen. Ja, wir haben im Moment dieser ganzen Reiterhorde weiter eher wenig entgegenzusetzen. Wir können nur hoffen, dass die Truppen, die da sind, das ein Weilchen durchhalten. Und dass das Wetter mal schlecht wird. Natürlich schon die Frage, ob wir hier nicht ein bisschen den zum Beispiel auch noch da hinten hinbringen. Als könnte das hier direkt für Ärger sorgen. Wie sieht's denn hier aus? Passt erwartungsgemäß auch nicht sonderlich.
Könnten aber ruhig das 3 zu 2, finde ich, versuchen. Jetzt ist die Einheit dann natürlich auch zu geschwächt. Da. Die sind alle gut drauf. Wir könnten da drauf schießen. Och, wenn die Runde schon so anfängt. Danke, immerhin der hat dann ein bisschen Glück. Nur noch auf 3-2, aber der ist dann schon mal geschwächt. Tja, das Chor. Natürlich auch dahin und dann auf den austeilen. Dich dann hier drüben hinstellst. Aber dann ist das Chor neben einem Gegner und das war bisher nie sonderlich gesund. Runden beginnen. Die haben natürlich inzwischen auch Infanteriewaffen 2. In einem Sumpf. Sonst halten wir auch hier erstmal unsere Bildungsposition. Da kommen noch weitere Choreinheiten dran. Oh, die werden das hier so vernichten. Mein Eindruck, das sind einfach diese derzeit noch schweren Phasen. Bleibt hier hinter dem Fluss, gebt euer Bestes und auf Dauer kommen irgendwann mehr Einheiten. Hoffe ich. In der Zwischenzeit dürfen wir einfach nur nicht zu viel verlieren. Der Panzerzug, der müsste hier eigentlich ein bisschen schauen können. Zumindest bis dahin ist nichts zu sehen. So, du kommst dahin, aber dann ist da wahrscheinlich einer. Die sind nicht gerade motiviert und hier auch nur ein Problem nach dem anderen. Deine Po-Einheiten sind natürlich noch da. Es ist wirklich bedauerlich, dass das eine Chor gefallen ist. Schon mal auf die Kaufenliste. Eine Division nebenbei auch und das neue Chor geht da rein. Ja, was tun? Neue Chor nach Frederiksburg bringen, hier nochmal austeilen und hoffen, dass es hält. Er hat natürlich zum Beispiel nicht das Chor unterstellt. Ja, es ist immer wieder ganz gut, nochmal nachzugucken. Auch den nehmen. Investiert dann alle möglichen anderen Einheiten. Also findet irgendwie einen Weg, das zu halten. Ist auch ein bisschen schleierhaft, wie genau das gehen soll. Aber es macht nichts, wenn ihr kreativ werdet, liebe Einheiten. Irgendwie hier das nur noch eine Weile überleben. Also gut, mit dem Reiter aufklären, aber dann kommt er kaum zurück. Eben zurück und eigentlich braucht das Chor noch sehr viel eher seine Infanteriewaffen. Nicht, ob wir die Zeit dafür haben. Und hier schießt man lieber das Chor an. Oder die Division. Bei der Division haben wir vielleicht noch bessere Chancen, danach auch tatsächlich anzugreifen. Zieht sich sofort kilometerweit zurück. Können unsere Einheiten das auch mal häufiger machen? Ich habe irgendwie den Eindruck, die Konföderierten machen das häufiger und dadurch leben ihre Einheiten auch länger. Wenn das bei uns eher ein Glücksfall ist oder die Division, die nur ein Feld oder was das Chor, ich weiß es nicht mehr, wäre ja nun fast schon lachhaft im Vergleich zu dem, wie weit die sich hier immer zurückziehen können. 5 zu 1 klingt solide.
Mit Sicht dahin, aber ohne einen Feindkontakt zu riskieren, könnten wir ihn nicht vernichten. Der ist dann sowieso auch schwächer. Seine Bereitschaft ist schon gering, dann bleibt hier im Wesentlichen noch das Chor. Da werden wir unser Chor hier hinbringen. Aber die Division zerschlagen. Dann hoffen, dass er über das Gelände überlebt. Und Garibaldi kommandiert, ja, ich wollte hier nur auf Nummer sicher gehen. Geht sich mal nicht zurück, aber dafür macht er uns 3 Schaden statt der prognostizierten 2. Irgendwas ist immer. Ja, jetzt könnte man natürlich noch den Reiter versuchen. Ich würde den ja schon da gerne runterkriegen von der Position, aber es muss jemand machen, der eigentlich auch noch entkommen könnte. Möglichkeit. Au, das sieht nicht so gesund aus. Du könntest dann noch nach hinten und jetzt wissen wir auch, was hier so los ist. Wissen, dass wir keine Einheit mit Angriff. Ja doch, den, aber. Warte, du könntest ansonsten in die Stadt. Du gehst dann nach hinten. Ja, du gehst hier mal sicherheitshalber raus. Du gehst da rein. Ja, wenn er dahin geht, könnte den zwar vielleicht schlagen, aber dann wird er von dem feindlichen Chor zerschlagen. Oder von dem. Da darf er sich das aussuchen. Du da drüben bleibst. Ich habe den Eindruck, wir können dich nicht auf ein Landungsboot setzen. Wir brauchen hier unten eher noch kampffähige Infanterie. Bei da können ja auch die Kanone hin. Der Ballon, dann könnte die Kanone hier noch irgendwo ran. Ja, alles an Einheiten haben. Dann kannst du damit schießen, falls es da Probleme gibt. Hättest du irgendwie den Eindruck, dass Kurs vernichtet im nächsten Zug? Kommst du hier noch mit runter? Die erhaltet da irgendwie eure Position. Gut, zumindest so, als ob ihr es könntet. Also der Ironclad kann natürlich nochmal. Hat jetzt ein 1-0 gegen sich. Lohnt sich das aber, wir müssen den schwächen. Denkst du das? Und immerhin ein paar Prozente runter. Dann ist der nur noch auf 6:2. Müsst du weiter mit dem Hafen Ärger machen? Ja, wir brauchen dringend eine neue Armee und zur Not müssen wir uns auch ein paar Schritte zurückziehen. Sehen wir den nächsten Zug da noch überlebt und wann wird es eigentlich Winter? Ist ja schon Oktober. Ehrlich gesagt auch gar nicht, was eigentlich der zweite Ironclad machen soll. Die sind hier doch alle gut dabei. Linien runterzukriegen. Du fährst derweil hier schon mal weiter nach Fort Pickens und dann invadieren wir hier demnächst und ihr, beziehungsweise einer von euch, muss ja, damit der Hafen richtig runtergeht, müssten eigentlich auch 2 drauf schießen. Bei 2 gibt es irgendwie Unterstützung auf den. Bei 1. Und wir können mal schauen, wenn er vielleicht schwächer ist, ob dann oder man Glück hat. So, dann nervt das vor nicht mehr unsere Ironclads, die den Hafen beschießen wollen. Das finde ich gut. Und natürlich für
etwaige Landung oder so steht es hier auch nicht mehr im Weg. Weil da rollen wir demnächst noch das Vorhof von Pensacola weg, aber vielleicht auch wirklich erst in der Runde, wenn die Landung losgeht. Und dann versuchen wir Mobile einzunehmen. Und schauen mal, ob das gelingt. So, euch geht es ja auch allen noch gut. Ich habe gar nicht gerade wissen, näher angeguckt, ob da das Kanonenboot ohne Versorgung auch groß was machen kann. Und es darf im nächsten Zug gerne Winter werden. Sehr gerne. Und wann kriegen wir nochmal unsere neue Armee? Division, 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 ja, Division, Chor. November, Dezember wird voller. Mag auch gar nicht da drüben hinsehen, was wohl noch von Missouri alles fallen wird. Wenigstens ein paar der wichtigeren Orte irgendwie gedeckt sind, ist das ja schon immerhin etwas. Und die Hauptstadt, muss man sich irgendwann auch nochmal was ausdenken, wie man die kriegt. Natürlich noch den unterstellen. Dann wird er hinlaufen, er hatte da ja irgendwo einen Reiter. Schon mal ein bisschen Land gesichert hat, sonst bleibt die erstmal schön so in Position. Und hoffentlich das Wetter im nächsten Zug Winter, ja, also das Wetter schlecht. Warum? Sonst wird das hier düster. Ich würde zwar gerne forschen, aber wir brauchen Einheiten. Auch noch mal eine Brigade, dass man irgendwie ein etwas schneller mal dazwischen stellen kann. Hier schon in Januar rein. Ja, jede Menge Divisionen sind auf dem Weg. Müssen nur noch die Züge überleben, bis sie da sind. Es ist so ähnlich wie gegen die KI, die ja auch so Ende 62 zur Großoffensive angesetzt hat und fast Washington erobert hat. Nur waren die nicht nebenbei in Missouri noch so wahnsinnig erfolgreich. Naja, Sache bleibt kompliziert. Wofür ja sonst alles so weit bewegt. Noch irgendwer, der hier rumsteht? Nein. Einfach auf Einheiten hoffen, die demnächst reinkommen und dass das Wetter schlecht wird. Dann sollte man Garibaldi nicht auch schon ein Feld zurücknehmen. Aus Sicherheitsgründen. Reichweite müsste ja trotzdem haben, genügend. Na gut, schauen wir mal, wer den nächsten Zug überlebt. Hier noch irgendwen. Ihr behaltet den im Blick. Ja, euch müssen wir in nächster Zeit auch noch irgendwie alle heilen und upgraden. Oder vielleicht kommst du zu genau diesem Zweck auch noch mal eben zurück. Als Vorbereitung, dass du deine Upgrades noch bekommst und dass wir dann irgendwie angreifen. Und das Akuska. Ach so, die Apachen haben wir in letzter Zeit hier mal angegriffen. Ach so, ja, dann mit gesundem Hauptquartier. Das war, finde ich, eine sehr schöne Zusammenfassung, wie die Züge in letzter Zeit so laufen. Dass man den wegzieht, obwohl das Problem woanders liegt, man es zu spät merkt und ja, die Fronten müssen irgendwie halten. Unsere Wirtschaft ist stärker, nimmt nur noch echt 950 Punkte ein im Moment gegen unsere über 1600. Wenn jetzt der Winter läuft und hoffentlich die Kämpfe reduziert sind. Auch Butler, aber ich weiß auch nicht so genau, wo der jetzt hin sollte. Wir kommandieren. Ja, einfach dann wird schon Verstärkung kommen. Einfach darauf hoffen. Organisation 3. Ja, dann kann man noch mehr Chor kaufen, ja.
Nahe schon Aufklärung ist auch gut. Sonst nichts weiter. 1600 Punkte und hoffen, dass nicht zu viel kaputt geht in nächster Zeit. Und ja, damit dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dudeman mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.